Nochmal herzlich willkommen hier zum 26. Umweltfestival in der Kulturbrauerei. Wir freuen uns, dass schon BesucherInnen langsam den Weg zu uns gefunden haben. Ja, hier vorne sitzen auch schon welche. Sie können gerne hier vorne Platz nehmen. Hier ist noch ganz viel frei. Und ich möchte jetzt gleich ganz spannende Talkgäste begrüßen zu einem ganz wichtigen Thema. Die Klimakrise wird für jede und jeden von uns immer deutlicher sichtbar. Hitze und Trockenheit einerseits, Starkregen, Extremwetterereignisse und Fluten andererseits. Und auch die Luftverschmutzung hat einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit. Die schlechte Luftqualität in Deutschland führt laut Schätzungen von Expertinnen zu bis zu 70.000 und bis zu 125.000 vorzeitigen Todesfällen jährlich durch Feinstaub und andere Luftschadstoffe. Und es gibt ein Bündnis aus Sozial- und Umweltverbänden, das fordert für Berlin eine Nachhaltigkeitsstrategie, um diesen und anderen Problemen zu begegnen. Und vor allen Dingen um die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN und die Umsetzung der Agenda 2030 auf Berliner Ebene zu fördern. Ich begrüße deshalb ganz herzlich meine GesprächsteilnehmerInnen, die genau dazu sich sehr viele Gedanken machen. Als erstes Staatssekretär Stefan Tiedo aus der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Herzlich willkommen. Und Anja, Sie können sich gerne da hinsetzen. Und Anja Behrens, sie ist die Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Saubere Luft von Klug. Das ist die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit. Herzlich willkommen. Und als dritte Gästin Pia Paust-Larsen. Sie ist Umweltwissenschaftlerin und Vertreterin des Bündnisses Berlin 21. Und sie steht für das Bündnis, über das ich gerade gesprochen habe, aus Berliner Sozial- und Umweltverbänden, das eben eine Nachhaltigkeitsstrategie für Berlin fordert. Initiatoren sind die Grüne Liga Berlin, der BUND Berlin und Brandenburg 21 und eben Berlin 21. Schön, dass Sie hier sind und wir über dieses wichtige Thema sprechen können. Setzen Sie sich gerne. Als erstes, dieses Bündnis hat ja Forderungen ausgearbeitet, die jetzt in Schreibwerkstätten noch weiter verbessert werden und mit Vorschlägen noch angereichert werden. Was sind denn konkrete Forderungen des Bündnisses in Richtung Nachhaltigkeitsstrategie für Berlin? Also diese Nachhaltigkeitsforderungen für Berlin bestehen im Grunde genommen jetzt aus zwei großen Teilen. Das gibt einmal ein Papier, in dem gemeinsam viele, viele Bündnispartnerinnen fordern, dass sich in Berlin der Prozess endlich gestalten lässt, eine Landesnachhaltigkeitsstrategie zu erarbeiten. Fürchterlich langes Wort. Es geht aber darum, tatsächlich die 17 Ziele der Agenda 2030 auch für Berlin festzulegen. Das heißt, Berlin muss sich auf den Weg machen mit einer breiten zivilgesellschaftlichen Beteiligung, die Nachhaltigkeitsziele für Berlin festzulegen. Wir haben schon einige ganz schöne Konzepte und Fortschritte in Richtung Umweltschutz, Mobilität und so weiter auf den Weg gebracht. Was uns fehlt, ist so eine Klammer, dass wirklich tatsächlich jeder in dieser Stadt und jede in dieser Stadt weiß, wo wollen wir hin, was ist das Ziel, was sind die Ziele für Berlin. Und die einzelnen Politikfelder so aufeinander abgestimmt werden, dass sie sich alle auf die Nachhaltigkeitsentwicklung beziehen. Das heißt, egal welches Gebiet, Sozialpolitik, Wohnungspolitik, Verkehr und Mobilität oder die Ausstattung mit Grün, die Ausstattung mit bezahlbarem Wohnraum, das sind alles Punkte, die über die Agenda 2030 und die 17 Nachhaltigkeitsziele untermauert werden können und wo wir uns für Berlin ganz konkret sagen, bis zu welchem Jahr wollen wir nicht nur klimaneutral werden, sondern wollen wir Ressourcen einsparen, wollen wir weniger Müll produzieren, möglichst eine Circular Economy ausgerufen haben, bis zu welchem Jahr wollen wir eine gesunde Stadt haben, dazu sagt Anja gleich noch mal mehr, und bis zu welchem Zeitpunkt wollen wir auch eine soziale Lage in Berlin erreicht haben, in der es keine Wohnungslosigkeit mehr gibt, in dem es kaum noch Armut gibt, in dem die Menschen sich gesund ernähren können, aus regionalen Produkten.
was wollen wir wann erreicht haben und wie können wir das auch evaluieren. Und das ist sozusagen das erste Forderungspapier, was wir auch schon den Spitzenkandidatinnen im Mai vorgelegt haben, der Parteien, die sich jetzt zur Wahl stellen am nächsten Sonntag. Leider konnte die Spitzenkandidatin von den Grünen, die Bettina Jarasch, dabei nicht teilnehmen, war aber der Parteivorsitzende dabei. Und alle haben sich dazu bekannt, dass sie tatsächlich in Berlin eine Landesnachhaltigkeitsstrategie auf den Weg bringen wollen in der nächsten Legislaturperiode. Das hat uns sehr gefreut. Das ist aufgezeichnet, das kann man im Internet anhören und darauf können wir sie festnageln. Okay, vor der Wahl kann man immer ganz gut Versprechen machen. Mal gucken, wie es nach der Wahl aussieht. Aber genau darum geht es ja, dass Sie quasi für die künftigen Koalitionsverhandlungen eben schon Maßnahmen vorschlagen, ja, die Sie mitgeben. Frau Behrens, ist es gerade angesprochen worden, also Klug ist eben auch mit dabei bei diesem Bündnis. Und Sie haben auch ganz konkrete Forderungen, zum Beispiel, dass die Einhaltung der Luftqualität mit den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation und aktuellen Studien abgestimmt wird und übereinstimmt. Ist das bisher nicht der Fall? Nein, also in Europa gelten andere Grenzwerte als die, die von der WHO empfohlen werden. Und es ist klar, dass die Luftverschmutzung der größte umweltbedingte Risikofaktor für unsere Gesundheit ist. Wie Sie gesagt haben, es sterben jedes Jahr 100.000 Menschen allein in Deutschland an der Luftverschmutzung vorzeitig. Das kann vermieden werden, indem man die Luftverschmutzung verringern würde. Und es ist halt ein großer Vorteil von Klimaschutzmaßnahmen in allen Bereichen, dass die Luft auch mit verbessern würden. Das gilt halt für die Mobilität. Wenn wir uns aktiv bewegen und nicht mehr verbrennen, ist das für uns gesünder. Das gilt für die Ernährung, wenn die industrielle Landwirtschaft umgewandelt wird, haben wir weniger Feinstaub und es ist auch gesünder, eben weniger Fleisch oder weniger Milchprodukte zu essen. Und es gilt auch für den Bereich des Wohnens ganz besonders. Da verbrennen wir im Heizungssektor immer noch fossile Energien und leider zunehmend auch Holz, was für die Gesundheit auch wiederum sehr schlecht ist und auch, was viele oft nicht wissen oder nicht denken, es schadet eben auch dem Klima, weil das Holz nun mal auch CO2 abgibt bei der Verbrennung und auch Ruß, was auch eben klimaschädlich ist. Und wenn das Holz nicht verbrannt werden würde, würde es ja CO2 speichern, wenn man zum Beispiel beim Bauen auch verwenden würde. Ja. Das heißt aber auch, die KaminbesitzerInnen in Berlin sollten darüber nachdenken, den nur noch irgendwie als Zierde in der Wohnung stehen zu lassen und kein Holz mehr zu verbrennen? Auf jeden Fall. Also aus unserer Sicht wäre es deutlich besser, die Kamine auszulassen. Und das gilt jetzt nicht nur für die Luftverschmutzung oder den Außenbereich, sondern es gilt, was viele nicht wissen, auch für die Menschen selber. Warum? Weil man den Feinstaub auch in der Wohnung hat. Und selbst wenn man Kamine mit einer Scheibe davor hat, man muss Holz nachlegen, man ist trotzdem belastet. Und das machen sich viele auch nicht klar. Herr Tido, ich hoffe, Sie haben keinen Kamin, den Sie jetzt auslassen müssten. Jetzt haben wir schon so ein paar konkrete Forderungen und Vorschläge auch gehört, was sozusagen die Landesnachhaltigkeitsstrategie anbelangt. Eine zentrale Forderung ist ja, dass es eben eine Koordination aller Ziele, Maßnahmen und Initiativen geben soll, zum Beispiel angesiedelt in der Staatskanzlei. Also Nachhaltigkeit muss beim regierenden Bürgermeister, bei der regierenden Bürgermeisterin angesiedelt sein. Stimmen Sie dem zu, dass das sozusagen einen zentraleren Fokus haben muss, dieses Thema Nachhaltigkeitsstrategie in Berlin? Also dem stimme ich uneingeschränkt zu. Wichtig ist, glaube ich, dass es in allen Bereichen mit der nötigen Ernsthaftigkeit weiter verfolgt wird. Das kann bei der regierenden Bürgermeisterin sein, so ist es in vielen Ländern. Ich denke, für Berlin macht das auch Sinn, aber wichtig ist eben, dass es den Impuls auch hat, in die anderen Ressorts auch reinzuwirken und nicht nur sozusagen das Dach drüber gezimmert wird und eher ein Alibi ist, sondern es muss den Effekt haben. In Berlin vielleicht ist es ja nicht so, dass wir uns bisher nicht mit Nachhaltigkeit beschäftigt haben, nur ist es eben in Berlin sehr dezentral organisiert. Es gibt eben nicht diese Federführung im Bereich der umweltbezogenen Nachhaltigkeit, was ich
sozusagen aus der eigenen Zuständigkeit besser beurteilen kann, ist, glaube ich, gerade in den letzten Jahren eine ganze Menge gelaufen. Es gibt viele Planwerke, auch strategische Weichenstellungen, auch die Ziele, ob jetzt mit dem neuen Abfallwirtschaftskonzept, dem Luftreinhalteplan, im Klimaschutz natürlich. Also es ist nicht so, dass Berlin nichts tut. Auch der Bereich der im Finanzbereich sind wir eigentlich gut aufgestellt und wir haben jetzt als Umweltverwaltung mal abgefragt, die Ressorts, und sind gerade dabei, eine Senatsvorlage zu fertigen, aus der deutlich wird, wir fangen nicht bei Null an, aber wir fangen mal an zu sortieren, wo sind denn die Aktivitäten in den anderen Ressorts in Bezug auf die 17 Nachhaltigkeitsziele. Und da wird man sehen, es ist einiges da und es ist, glaube ich, eine gute Grundlage, um dann diese zentrale Forderung auch nach einer übergreifenden Nachhaltigkeitsstrategie daran anzuknüpfen. Und Ziel muss eben sein, die Dinge wirklich stärker aufeinander zu beziehen und eher einen integrierten Ansatz haben und nicht mehr, dass jedes Ressort so vor sich her prödelt, also mit viel Engagement, aber eben doch unverbunden wie bisher. Es gibt ja in Berlin eigentlich in der Tat, Sie sprachen es gerade an, ganz gute Ansätze, ganz konkret auch ein Energie- und Klimaschutzprogramm, ein Mobilitätsgesetz zum Beispiel. Frau Paust-Larsen, wie muss denn sozusagen eine künftige Regierung in Berlin vielleicht diese guten Ansätze fortführen und den Willen, das auch wirklich zentral zu gestalten, so eine Nachhaltigkeitsstrategie? Naja, da ist im Grunde genommen gefragt, einmal tatsächlich diese Ziele genau zu definieren. Und wir wollen alle, dass das natürlich im nächsten Koalitionsvertrag verankert wird. Und zwar nicht als schwammige Absichtserklärung, wie zum Beispiel im letzten Koalitionsvertrag. Da stand drin, Berlin entwickelt eine Roadmap fürs Nachhaltigkeitsprofil. Davon ist bisher überhaupt nichts zustande gekommen. Also solche Formulierungen sollten wir da gar nicht durchgehen lassen als Zivilgesellschaft. Und wir hoffen, dass die Impulse, die wir geben in einem ausführlichen Impulspapier, Sie sprachen das vorhin an, es gibt eine Schreibwerkstatt, da werden nochmal konkrete Kernforderungen formuliert von vielen, vielen NGOs, Initiativen hier in der Stadt zu diesen einzelnen Konzepten, die es schon gibt, zum Luftreinhalteplan, zum Mobilitätskonzept, zu Zero Waste, zum Wohnen und Mieten, zur Sozialpolitik und zur Umweltgerechtigkeit. Das ist das ja, was Anja gerade vorgestellt hat, die Verlinkung zwischen Gesundheit und Klimaschutz. In Berlin gibt es ein großes Konzept der Umweltgerechtigkeit, wo tatsächlich dann eben auch Hotspots übereinandergelegt werden. Wo ist die Luftbelastung, die Lärmbelastung besonders hoch? In welchen Bezirken? Wo können wir da was ändern? Da muss sozusagen eine ganz andere Planungsgrundlage her. Das Komplizierte bei der Nachhaltigkeit ist ja, dass es nicht nur ein Ressort betrifft. Es betrifft nicht nur ein Senatsressort oder Verwaltung, es betrifft viele, alle Ressorte und auch die Bezirke. Das heißt, es muss natürlich in den Bezirken vieles umgesetzt werden, was auf der Landesebene beschlossen wurde. Da müssen wir auch die Bezirke mit ins Boot holen und mit den Bezirken direkt in die Verhandlungen treten. Treptow-Köpenick ist jetzt ein Bezirk, der hat gerade vor kurzem die erste Agenda 2030 für den Bezirk beschlossen. Das wäre natürlich nochmal ein spannender Punkt für die anderen Bezirke, das auch zu tun. Und da müssten wir tatsächlich einen Beirat, einen zivilgesellschaftlichen Rat oder sowas einrichten können jetzt in Berlin, wo die Zivilgesellschaft überprüft, in welchem Zeitraum sind welche Ziele erreicht worden. Ist das, was sich die neue Koalition auf die Fahne geschrieben hat und im Koalitionsvertrag fest verankert hat, wann wird das umgesetzt, wo sind die Defizite? Und warum kann es bei einigen Punkten nicht schneller vorangehen? Und eine große Stellschraube sind da tatsächlich die Verwaltung in den Bezirken. Und da haben wir natürlich auch kein Patentrezept, da müssen neue Leute eingestellt werden und. Da kommen wir auch natürlich mit vielen guten Konzepten auf der Landesebene nicht so schnell weiter, wie wir das gerne hätten. Man sieht das am Mobilitätskonzept, was jetzt da alles hätte schon passieren können. Vieles ist da liegen geblieben in den Bezirken. Und von daher gibt es die Stellschrauben sozusagen, Nachhaltigkeitsbeirat, zivilgesellschaftliche Organisation, die das alles auch immer gut kontrolliert und in die Gesellschaft wieder hineinträgt, wie weit es damit kommt, damit auch alle mitgenommen werden und die Bevölkerung wirklich mit einbezogen wird in diese Ausrichtung, neue Ausrichtung der Stadt. Was für konkrete Beteiligungsmöglichkeiten sehen Sie denn? Haben Sie vielleicht ein ganz bestimmtes Beispiel, wo die Zivilbevölkerung eingeladen ist, wirklich mitzumachen? Ja, da gibt es Planungszellen, da gibt es die Möglichkeit, also auch Online-Beteiligungsverfahren, wie es auch jetzt zum neuen
Berliner Klimaschutzgesetz irgendwie vorgesehen ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber eben auch dieses Losverfahren, dass bestimmte Menschen ausgewählt werden, in einem Bürgerrat zusammenzukommen, einen Bürgerinnenrat, und zu diskutieren, wie sie sich ihren Bezirk, ihren Kiez vorstellen, um da nachhaltige Entwicklung voranzubringen. Also da muss man tatsächlich gemeinsam entscheiden, welches Modell für welche Ebene das richtige Modell ist. Also es nützt, glaube ich, nichts, auf der gesamtgesellschaftlichen, landespolitischen Ebene das zu machen. Es muss auch kiezbezogen passieren. Es muss so ein kommunizierendes Röhrensystem aufgebaut werden, so stelle ich mir das vor, dass sozusagen die Bezirksebene mit der Landesebene in der Kommunikation präsent bleibt und eben entsprechend, dass auch auf der Bezirksebene dann die Menschen wissen, warum sie jetzt zum Beispiel ihr Auto stehen lassen und nicht mehr mit dem Auto durch die Wohnstraßen brettern. Das sind so die Sachen, die sie direkt selber erfahren. Und der Vorteil, Lebensqualitätsgewinn, muss direkt erfahrbar sein für die Menschen vor Ort. Aber Frau Behrens, ich denke mal, da haben Sie ja ganz gute Beispiele und Erfahrungen wahrscheinlich gemacht, weil dieses Thema Klimawandel bzw. Luftverschmutzung und Gesundheit ja sehr nachvollziehbar ist für jede und jeden von uns. Haben Sie da vielleicht auch nochmal ein konkretes Beispiel, wie Sie sozusagen das kommunizieren, wie wichtig das ist, sich da auch ganz speziell in seinem eigenen Bereich einzusetzen dafür, dass man vielleicht auch was verändert zusammen? Es kann natürlich jeder für sich was verändern, wenn man weiß, dass weniger Fleisch essen für mich gesund ist, dass es gesünder ist, wenn ich mehr Fahrrad fahre oder mal zum Bus renne, statt mich direkt ins Auto zu setzen, oder mir darüber Gedanken mache, wie ich mein Haus heize oder vielleicht auch isoliere, um zu sparen. Aber wir möchten natürlich jetzt die Verantwortung nicht den Einzelnen geben. Ich meine, die Ärzte klären immer ihre Patienten darüber auf, was gesünder wäre. Was weiß ich, es weiß jeder, dass man sein Gewicht halten soll, dass man nicht rauchen soll. Aber es muss natürlich von der Politik der Rahmen geschaffen werden, damit man diese gesunden Lebensbedingungen einfach wählen kann. Also ich wohne zum Beispiel in Zehlendorf-Wannsee, und wenn ich mit dem Fahrrad einkaufen gehe über das extreme Kopfsteinpflaster, dann weiß ich nicht, wie ich meine Tomaten nach Hause bringe. Also es müssen halt wirklich die Bedingungen da sein, dass das aktive, gesunde Leben einfacher wird. Aber Kopfsteinpflaster steht zum Teil unter Denkmalschutz. Da gibt es dann wieder Zielkonflikte, ne? Ja, die gibt es immer. Mhm. Genau, und die zu lösen ist wahrscheinlich nicht ganz leicht. Genau, ein Röhrensystem aufzubauen und die Kommunikation irgendwie darüber zu stärken, ist eben die eine Idee. An Sie, Herr Tiedow, habe ich noch abschließend eigentlich die Frage, haben Sie denn so das Gefühl, sage ich jetzt auch mal, dass dieses alles politisch gewollt ist, dass es wirklich eine Transformation da auch in Gang gesetzt wird in Richtung einer großen Nachhaltigkeitsstrategie, die sich sozusagen zusammensetzt aus vielen kleinen lokalen Initiativen, der Beteiligung der Zivilbevölkerung und der Verbände und Organisationen, die sich eben zu dem Bündnis zusammengeschlossen haben. Also stößt das wirklich auf offene Ohren in der Politik? Ich meine, jetzt vor der Wahl auf jeden Fall, aber hoffentlich dann eben auch nach der Wahl? Also er stößt natürlich auf offene Ohren, aber ich glaube, das, was gemeinsam gelingen muss, also wir wissen, wir brauchen wirklich eine große Transformation, aber wir erleben alle jetzt nicht nur im Wahlkampf, aber da finde ich gerade noch mal ganz besonders, immer dann, wenn es konkret wird, wird es unheimlich schwierig. Deswegen ist schon auch richtig, was Frau Paul-Lassen sagt, einerseits wir brauchen Formen von Beteiligung, und ich glaube, was jenseits von formalen Beteiligungen wichtig ist, wir müssen einfach mal mehr experimentieren. Also wir haben nächste Woche, ist der autofreie Sonntag, da wird es über 30 Spielstraßen geben, wo einfach mal der Autoverkehr ruht. Und ich hoffe, dass über solche Experimente die Leute auch Lust kriegen und wahrnehmen, dass es mehr Lebensqualität in den Kiez bringt. Wenn ich mir angucke, was wir in der Friedrichstraße, die jetzt ja auch temporär autofrei ist, was für Kulturkämpfe wir in der Stadt darüber führen, als ob die Welt untergeht. Und da mehr Lockerheit, und dann macht man das ein halbes Jahr, und wenn es nicht klappt, stellt man es auch wieder ein, aber gibt sich selber die Möglichkeit, auch Erfahrungen zu machen, was an Lebensqualität mehr sein kann. Und ich glaube, wenn wir dahin kommen, dann ist es auch mit der Bereitschaft, die Dinge auch langfristig zu verändern, vielleicht größer, dass man Beteiligung hat, aber auch experimentiert und nicht gleich alles so diskutiert, dass in jedem einzelnen Parkplatz sich die Zukunft Berlins entscheidet.
Also Aufruf zum Experimentieren, ja, sehr schön, Applaus. Und experimentieren kann man ja hier auch auf dem Umweltfestival. Man kann hier sozusagen auch Gedankenspiele machen und direkte Spiele und sich beteiligen und informieren. Man kann sich auch sehr schön beteiligen an dem Bündnis unter www.ins-bündnis mit UE natürlich. Berlin kann man sich informieren und auch beteiligen. Was ist Ihr Aufruf vielleicht noch an die Zivilbevölkerung, an alle, die uns jetzt hier zuhören und zusehen? Ja, na, der große Wunsch ist natürlich genau bei der nächsten Wahl das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen. Ich werde hier keine direkte Wahlempfehlung geben, aber bitte achten Sie alle darauf, ob Umwelt, Klimaschutz, Nachhaltigkeitsziele in den Parteien eine wesentliche Rolle spielt. Es ist dieses Jahr wirklich eine entscheidende Wahl und die Weichen werden jetzt gestellt, ob wir eine sozialökologische Transformation auf die Reihe bekommen oder eben nicht, ob es so weitergeht und die Folgen vom Klimawandel sind ja nun dieses Jahr auch in Deutschland klar erkennbar und ich denke, es ist keine Zeit mehr zu verlieren und von daher, ja, einerseits den richtige Kreuz zu machen, aber auch sich nicht nur bei Wahlen immer in der Politik, in die Politik einzumischen und sich stark zu machen für Experimentierräume, auch in den einzelnen Bezirken, zum Beispiel auch in Tempelhof, Tempelhofer Feld, Tempelhofer Gebäude oder am Alexanderplatz das Haus der Zukunft. Also es gibt verschiedene Experimentierräume in der Stadt und da kann ich nur alle bitten, alle auffordern, sich daran zu beteiligen, da mitzumachen. Es gibt so viele Dinge an Nachhaltigkeitsinitiativen, Organisationen schon in der Tat. Ich sage mal, in Berlin funktioniert Nachhaltigkeit trotz der Landesregierung und das sollte sich ändern. Jetzt sollte es mit der Landesregierung vorangehen und dann mit großen Schritten zu einer sozialökologischen Transformation. Ja, das hört sich gut an. Mit der Landesregierung, mit der künftigen nach der Wahl dann die Nachhaltigkeitsstrategie 2030 für Berlin formulieren und ausarbeiten. Ja, ich wünsche Ihnen viel Kraft, viel Beteiligung von der Zivilbevölkerung, den politischen Willen für die künftige Regierung. Genau, und vielen, vielen Dank. Applaus an Sie und Ihr Engagement.